In Berlin bin ich jetzt verbunden mit Oliver Krischer. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag, vor dem er jetzt auch gerade steht, vor dem Gebäude des Reichstages. Gleichzeitig ist er Koordinator des Arbeitskreises 2. Der kümmert sich unter anderem um Verkehr und Umwelt und um noch viele andere Sachen. Herr Krischer, Anfang Mai hatten wir die mündliche Verhandlung in Karlsruhe. Da gab es schon so ein bisschen wie ein Gefühl, wohin die Reise gehen könnte. Heute also nun die Entscheidung. Welches Urteil wäre im Sinne der Verbraucher? Naja, es ist gut, wenn das Kapitel jetzt endlich mal abgeschlossen wird und die Verbraucher nach Jahren in Deutschland eine Entschädigung bekommen. Der Abgasskandal ist ja jetzt 5 Jahre her. In den USA, wo das losging, da redet keiner mehr davon, weil die Verbraucher alle entschädigt worden sind. Wenn jetzt ein Urteil des Bundesgerichtshofes heute kommt und ich rechne fest damit, dass es im Sinne des Klägers ausgeht, dann ist klar, VW muss Entschädigung zahlen. Und das war lange überfällig, dass das endlich passieren kann. Sie sprechen an, Stichwort Entschädigung für den Kläger, der ja eigentlich schon vor dem Oberlandesgericht in Koblenz ganz gute Karten hatte. Hatte dort sozusagen noch eine Nutzungsentschädigung abgezogen bekommen. Wären Sie jetzt dafür, dass er sozusagen den vollen Kaufpreis bekommt? Habe ich das jetzt richtig rausgehört? Naja, eigentlich wäre es richtig, dass die Kläger entschädigt werden, weil sie haben ein Fahrzeug bekommen, was, das ist ja inzwischen völlig unstrittig, sittenwidrig von VW manipuliert worden ist. Sie mussten das dann, auch als sie es schon wussten, noch weiter benutzen. Eigentlich wäre es richtig, dass sie völlig entschädigt werden, dass sie den vollen Kaufpreis zurückbekommen. Da wird das Gericht heute sicherlich eine Regelung treffen, die angemessen ist. Da bin ich der Überzeugung, dass das in vernünftig Bahnen organisiert werden kann. Aber grundsätzlich müsste es eigentlich so sein, dass die Käufer, die von VW betrogen worden sind, dass die eine Entschädigung in voller Höhe bekommen. Denn schließlich haben sie ein Fahrzeug bekommen, was mit voller Absicht manipuliert worden ist und was nicht den Regeln entsprach, wie es ihnen versprochen worden ist. Herr Krischer, jetzt gehen wir mal auf die Volkswagen-Seite. Die haben sich ja auch in der mündlichen Verhandlung Anfang Mai geäußert und die haben dort argumentiert, dem Käufer sei ja durchaus kein Schaden entstanden. Der Wagen sei ja zu jeder Zeit nutzbar gewesen. Er müsse nicht stillgelegt werden. Klingt doch plausibel, oder? Das klingt überhaupt nicht plausibel, weil ich kaufe ein Auto ja nicht nur, um mich damit von A nach B zu bewegen, sondern ein Fahrzeug beinhaltet sehr viel mehr. Und eine Kaufentscheidung beinhaltet auch beispielsweise, dass das Fahrzeug Umweltstandards einhält. Und gerade damals, im Jahr 2013, 14, 15, als die Euro 5 Fahrzeuge auf den Markt kamen, hat VW gerade mit der Umweltfreundlichkeit dieser Fahrzeuge geworben. Und deshalb ist es ein ganz erheblicher Sachmangel, auch für den Nutzer des Fahrzeuges, wenn diese Umweltfreundlichkeit, wenn die Stickoxidwerte, die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Wir dürfen mal unterstellen, dass bei einigen dieser fast 70.000 Kläger, wo die Verfahren noch anhängig sind, es auch manchen tatsächlich um die Entschädigung geht, weniger um den Umweltfaktor. Aber das lassen wir mal dahingestellt. In der Tat, wenn dieses Urteil dann heute kommt, dann könnte es sowas werden wie die Blaupause für diese vielen anderen Verfahren. Womit rechnen Sie? Ja, das ist in jedem Fall heute das Endspiel aus dem VW-Skandal, zumindest was die Verbraucherseite angeht. VW hat ja lange Zeit versucht zu verhindern, dass es zu einem höchstrichterlichen Urteil kommt, indem man mit den Klägern, die durch die Instanzen gegangen waren, Vergleiche abgeschlossen hat. Jetzt endlich der Bundesgerichtshof. Das wird sicherlich die Grundlage für die mehreren 10.000 Verfahren, die noch anhängig seien, auch wenn die einzelnen Verfahren natürlich anders sind. Wir haben ja leider die Situation, dass alle Verbraucher einzeln klagen müssen und deshalb die Konstellationen noch jeweils anders sind. Es gab ja auch eine Konstellation der Musterfeststellungsklage gemeinsam mit dem Verbraucherschutzbund, wo man sich auf einen Vergleich dann geeinigt hat. Das wäre vor Braunschweig dann gewesen. Da sind dann die Summen mehr oder weniger fixiert. Ich würde Sie aber gerne noch als Parlamentarier fragen, wenn wir zurückgehen in die Jahre 2016, 2017, da waren Sie Mitglied im Bundestagsuntersuchungsausschuss. Über den Abgasskandal damals in der Rückschau. Was ist rausgekommen? Was hat noch Bestand?
Naja, also ganz ehrlich gesagt glaube ich, dass das heute so nicht mehr möglich wäre, ein solcher Abgasskandal. Wir haben damals ein organisiertes Staatsversagen gehabt. Wir haben ein Kraftfahrtbundesamt, ein Verkehrsministerium gehabt, was über Jahre hinweg systematisch weggeguckt hat. So ist dieser Skandal erst möglich geworden. Das war nicht nur ein Skandal der von VW, sondern der gesamten Automobilindustrie. Wir haben inzwischen alle Hersteller, die in irgendeiner Weise vom Tricksen und Betrügen betroffen sind, die das betrieben haben, auch wenn es bei VW am systematischsten betrieben worden ist. Und die Strukturen haben sich in der Tat etwas verbessert. Allerdings muss man auch konstatieren, dass die Bundesregierung bis heute nicht wirklich die Konsequenzen daraus gezogen hat und ein für alle Mal dann auch Strukturen geschaffen hat, die das komplett verhindern würden. Heute wird zwar mehr hingeguckt, aber gegen findige und tricksende Ingenieure, geschützt von Managern, da bin ich auch noch nicht sicher, ob wir da heute wirklich gegen gefeit sind. Ja, lassen Sie uns noch kurz zwei Schlusspunkte machen. Ich glaube, Sie persönlich hatten so noch ein juristisches Nachspiel da, noch eine Karte gezogen mit einer persönlichen Strafanzeige gegen Herrn Winterkorn. Aber Sie haben das Tricksen auch der anderen angesprochen. Die wollen wir auch nicht ganz außen vor lassen. Wie nervös müssen die jetzt werden nach dem Spruch von Karlsruhe? Naja, der Spruch von Karlsruhe betrifft ja erstmal nur die Entschädigung der Verbraucher. Das ist eine Frage, die ist lange überfällig. Es kann ja nicht sein. Das hat mich immer geärgert, dass VW in den USA schon vor Jahren alle Verbraucher komplett entschädigt hat, dass da entweder Fahrzeuge zurückgenommen worden sind oder technisch so umgerüstet worden sind, dass sie die Grenzwerte einhalten. Und dass das Problem in Deutschland aber bis heute nicht im Ansatz gelöst ist. Das ist die Entscheidung heute. Das, was die strafrechtliche Seite angeht, das, was die Manager angeht, Herrn Winterkorn, das sind natürlich Fragen, die sind noch nicht geklärt. Die stehen noch an, die Prozesse kommen noch auf uns zu. Insofern ist der Abgasskandal insgesamt noch nicht komplett aufgearbeitet. Das wird uns noch weitere Jahre beschäftigen. Das zeigt es eben, wir haben es mit dem größten Industrieskandal in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte zu tun. Vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort zum Schluss noch. Sie sagen, es wäre schön, wenn es vorbei ist, aber es ist noch nicht vorbei. Vor 5 Jahren war das eine Riesenblamage für die Automobilindustrie. Können Sie jetzt heute am Tag X, am 20. Mai 2020, sowas wie ein Umdenken feststellen? Nein, ich muss leider feststellen, dass die Automobilindustrie an vielen Stellen nicht gelernt hat. Wir haben immer noch lange Zeit erlebt, dass manipulierte Fahrzeuge, obwohl der Skandal bekannt war, in Verkehr gebracht worden sind. Und das Umsteuern hin zur sauberer, nachhaltiger, ehrlicher Mobilität, das findet viel zu zaghaft und viel zu langsam statt. Vielen Dank. Oliver Krischer war das stellvertretende Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Danke für Ihre Information und Einschätzung. Merci. Danke Ihnen.